Ah nee, ich glaube, das war nur bei. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, ne? Ich glaube, das war nur bei Wolfenstein so. Ah, Wolfenstein muss ich auch nochmal zocken. Die neueren Teile. Die alten, da kommst du ja nicht mehr ran. Also an Return to Castle, Wolfenstein und sowas. Sind ja mega indiziert. Die werden sie auch nicht rausnehmen. Okay, die Tür ist einfach mal zu. Hätte sein können, dass das dieser kleine Vorratslager da eventuell irgendwas Gutes für mich ist. Also, dass da halt, ich sag mal. Really? That clipping? Dass eventuell. Doch, ich kann jetzt doch Essen aufnehmen. Was mir dann ein bisschen Gesundheit zumindest zurückgibt. Also geht das doch hier. Nicht nur in Wolfenstein. Weil in Wolfenstein kannst du ja auch Hunde futtern, also möglich. Alles, was irgendwie einigermaßen essbar ist. Willst du mich verarschen? Kann man da ja essen und gibt auch Regeneration wieder. Also gibt halt auch Leben wieder. Also ich finde das. Halt die Backen, Mann. Daher finde ich das an sich richtig cool gemacht. So, ich bin der Meinung, dass das irgendwie hinter irgendeinem Gemälde oder so was war. Nee. Entweder hinter einem Gemälde. Oder. Da ist nix. Oder hinter einer Büste. Da hinten bei. Also da hinten ist ein Klavier. Ich habe die Mission habe ich relativ noch gut im Kopf, weil ich hier auch relativ lange dran hing. Lol. Okay. Mit dem Scheiß suchen. Da hinten ist eine Büste. Ist das ein Typ? Ja, war ein Typ. So, den nehmen wir auch mal mit. Ah, alles klar. Ich verstehe halt nicht, warum nur der erste Hit gezählt hat. Nee, von links. Ja. Ohne Scheiß, warum hat nur der erste Hit gezählt bei dem? Das verstehe ich nicht. Na gut, egal. Ja, ist durch die Party hier, beziehungsweise sind halt viele Wachen hier. Alles klar. Ist es halt ein bisschen blöde. Ich bin der Meinung, dass. Ja, hab den gesehen, rechts. Holy shit. Alter, ich bin so schlecht im Aim, ne? Also auf Konsole generell. Ich könnte theoretisch auch zurückgehen noch. Ich habe ja noch, Verbandskasten, glaube ich, liegen. Nee, das ist ja ein Quatsch, das ist ja ein Orchestergedöns hier. Hau ihn doch mal dann. Gibt's doch ja nicht. Es kann aber wirklich sein, dass ich nochmal zurückgehen muss. Ich glaube, die kann ich aufmachen. Ne, oder auch nicht. Ist jetzt die Frage, geht nochmal zurück? Was? Also müsste er hier noch sein. Weil. Da ist Nummer 1. Der tut mir mehr weh. Ich weiß gar nicht, ob der Schaden hier auch geregelt ist nach Waffe. So, der Typ ist eh besoffen. Der sollte eigentlich nicht mehr viel merken. Und jetzt müsste eigentlich. Hä? Ich bin der Meinung, dass hier. Wo ist denn der letzte Typ? Wait, what? Ach, da. Na komm. Okay. Ich glaube, wir müssen doch noch mal einen kleinen Spurt nach hinten machen. Ja. Müssen wir definitiv. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie drauf zu gehen. Das heißt, wir müssen noch mal einen kurzen Moment nach hinten sprinten. Oh, Mann. So, zack, 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 zack. Zum Glück ist das nicht ganz so weit. Und hier müsste ich irgendwo noch einen Feldchirurg oder sowas zu stehen haben. Da, genau. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Leben. Weil ich habe keinen Bock, hier drauf zu gehen. Da haben wir noch mal ein bisschen. Okay, Melone geht nicht. Normalerweise kann man noch Kaffee und Suppen machen. Aber scheinbar gehen hier nur Brötchen. So, normalerweise müssten wir da jetzt das durchsuchen. Alt, hier haben wir noch ein paar. Einmal ein Gemälde. Da ist nix. Dahinter kann nichts sein. Da ist auch nichts. Ich bin der Meinung, dass er da oben noch. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Obergeschoss. Ich habe eine Schrotpatrone. Lol. Oder war das hier irgendwie hinter? Es kann auch im Flügel gewesen sein. Ne? Da ist nix. Alt. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Ich bin der Meinung, dass hier irgendwo was hinter war. Ja, lol. Sorry, die habe ich nicht gesehen. Fuck.
Da hätte ich mir das Laufen noch sparen können. Gut, da komme ich nicht hin. Die Tür geht nicht auf, ist klar. Das heißt, ich muss hier weiter. Kann ich mich eventuell an die vorbeischleichen? Vater hätte mal gute Reden. Spinnst du, diese überlaute Tröte? Na, schack. Ja, das war klar. Alter, wie schnell die halt reagiert haben, ne? Unfassbar. Gut, dass ich mir den Feldchirurg geholt habe. Ohne Mist. Zack. Die trippeln alle über mir umher. Ich weiß gar nicht, ob mir noch ein Hinweis irgendwie geben wird. Ich bin der Meinung aber trotzdem, dass das irgendwo hinter dem Gemälde sitzt. War die Dokumente. Geht doch. Also über mir müssten welche sein. Also da, ja. Da sind sie. Normalerweise müssten da... Okay. Einer ist auf jeden Fall, hat da hinten gerannt. Ich glaube, das ist ein bisschen kacke, weil... Ah nee, warte mal. Wir haben noch eine Shotgun. Das heißt... Einfach mal reinhalten. Aber ist ein bisschen kacke, weil... Genau, ich habe zu viel Leben eigentlich verloren. Alter, ich habe keinen Bock, den Scheiß nochmal zu spielen. Holy shit, ich muss nochmal zurückgehen. Nochmal ganz zurück. Weil ich habe keinen Bock drauf zu gehen. Weil dann muss ich halt diesen ganzen Scheiß nochmal spielen. Das Problem war... Ah, scheiße, Mann, Alter, ich habe hier... Ich bin der Meinung, dass das hier irgendwo stand. Oder war, oder wie auch immer. Gut, den kann ich halt nicht mitnehmen. Ach, fuck. Falsche Taste. Ja, Brot. Ja, wieso kann ich denn keine Bananen essen, Alter? Holy shit. Ich bin der Meinung wirklich, dass das irgendwie hinter den Dingens war. Hinter dem Gemälde oder sowas. Wo war denn der Anfang? Da war der Anfang. Ja, tut mir sorry, dass wir halt nochmal so einen Anfangsrun machen. Oder zurückgehen müssen. So, damit sollte es eigentlich gewesen sein. Normalerweise sollten wir mehr Leben nicht mehr bekommen. Ne, sieht schlecht aus. Nach oben vielleicht nochmal. Weil, wie gesagt, wenn ich hier nämlich draufgehe, muss ich halt das Komplette nochmal neu spielen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Deswegen gehe ich doch lieber, auch wenn es ein bisschen verschwendete Zeit ist, aufnahmemäßig wegen Produktivität und so, gehe ich halt lieber nochmal komplett zurück und hole mir lieber nochmal ein bisschen... Ja, ein bisschen, genau, Leben. Aber habe ich hier wirklich Verbandskasten, Feldchirurg, wirklich alles aufgenommen? Schon gehabt, ja. Schade. Na gut, egal. Ich denke mal, das sollten wir eigentlich mit der Energie schaffen. Hoffe ich mal. Ja, da liegen doch noch ein paar Bananen, Alter. Wieso nimmst du die nicht? So, wir müssen auf jeden Fall raus. Das steht schon mal fest. Aber ich, ohne Scheiß, ich bin wirklich noch immer der Überzeugung. Wir können nicht siegen! Lass den nicht kommen! Dass wir, die Dokumente hinter den Dingens finden. So, zack. Dazu haben wir halt die Shotgun. Aber das ist, holy shit, Alter, dass da so viele standen, habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Hinter mir? Wieso hinter mir? Achso. Komm, stirb jetzt. Normalerweise hätte der andere auch mit sterben müssen. So, normalerweise müssten wir eigentlich ganz jetzt gut to go sein. So, zack. Ihr gebt mir jetzt natürlich nichts her, ne? Oder? Da liegt auf jeden Fall genug. Na, es ist... Obwohl, doch, da liegt noch ein Feldfläschchen. Oh, STG-44 Muni. Jawohl. Aber ich hab die noch nicht. Och, Mann. Tür geht nicht. Ja, oh. Oh, nee. Den lassen wir noch mal liegen. Was war denn das? Willst du mich verarschen? Kann das sein, dass die Waffe irgendwie mega verzieht? Warte mal. So, machen wir halt so, mein Gott. Stimmt, es kann doch... Stimmt, es kann doch sein, dass das hinter dem Rednerpult war. Ich bin der Meinung... Nee, falsche Richtung. Ich bin der Meinung, dass das unter dem Rednerpult war. Das kann auch sein. Komme ich denn an den nicht so weit ran, dass ich den von oben erschießen kann? Doch.
Schnauze! Ja, genau, es war so klar. Ich glaube, okay. Ich wollte gerade sagen, kann ich den überhaupt töten? Holy shit, was machst du hinter mir, Alter? So, ich muss jetzt unbedingt erstmal nach hinten gehen. Weil da liegt nämlich... weg... mein Verbandskasten, den ich haben will. Und der ist für mich, ist jetzt wichtig. Ich bin in Love mit dem, ohne Scheiß. Wenn der weggeht, bin ich wirklich sterbenskrank, ohne Scheiß. Ne? Jetzt kann ich wieder ganz in Frieden. Jetzt bin ich wirklich gut im Love mit dem. Holy shit. Ich frage mich halt, warum ich keine... ich kriege STG-44 Muni, aber warum kriege ich keine? Das Gute ist halt, dass die Shotgun auch relativ effektiv ist auf so eine mega Reichweite. Warte, wieso müsste noch unter mir einer stehen? Nee, da, okay. Hätte sein können, dass in der Ecke was ist. Eine Shotgun ist schon geil, ne? Ich verstehe. Ich hätte sie mal früher nehmen sollen, Alter. Hä? Wo ist denn der letzte jetzt? Ist der da oben? Keine Ahnung. Wo der ist. Ach, da oben. Da könnte er sein. Da, ja. Halt die Fresse jetzt. Sterb. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob ich da durchschießen kann, aber gut. So, normalerweise müsste das... ach, geh doch weg, du olle Fahne. So, da haben wir schon mal STG-44. Da ist nichts unter. Schade. Oh, das heißt, wir müssen nochmal in jedem Gemälde hier gucken. Da drüben haben wir noch welche. Oben hatten wir keine, ne? Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Oh Mann, Alter. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Und das hatten wir eigentlich schon, ne? Ja. Willst du mich verarschen? Nerv jetzt nicht. Nee, ich würde schon ganz gerne meine... ah, und hab... meine Dinges behalten wollen. Meine Shotgun. Jetzt bist du in der Falle. Ein Scheiß bin ich. Du kriegst jetzt erstmal eine Ladung Schrot ins Gesicht, mein Freund. Holy shit. Immer diese Leute, die ohne Scheiß immer provozieren müssen. Ah, es kann doch sein, dass das in der Uhr war. Stimmt, ich glaube das... oder es war halt in der Uhr. Presse da jetzt. Hä? Ah, ne. Normalerweise, da muss er schon. Okay. Das stimmt, das kann auch eine Uhr gewesen sein. Hopp. Okay, da ist nix. Ich weiß gar nicht, ob das, inwiefern das rausguckt denn. Ja, ich muss die halt kaputt machen. Auch nix. Das kann auch in so einer großen Standuhr gewesen sein. Nee. Ah, jawohl! Da haben wir noch was. Hier haben wir noch mal ein paar Uhren. Nix. Auch nix. Da ist nix hinter. Okay, es ist schon mal ruhig. Das ist schon mal der Fakt. Das heißt, ich habe schon mal alle Dinge gefunden. Alle Uhren. Ach, der Raum. Der war kacke. Komm, wir laden erstmal die Pistole nach. Bahnen sich einen Weg durch die Haupthalle. Oh, bin ich dabei. Das Problem ist halt, dass man die Typen da oben halt mega kacke sieht. So, das müsste es eigentlich gewesen sein mit den Typen da oben. Ich glaube, links der Dinge stehen noch welche. Also da. Oh. Alter, zum Glück habe ich eine Shotgun, Alter. Holy shit. Okay, du stirbst. Sehr schön. So, den nehmen wir auch noch mit. War da gerade eine Olle, die hat gesagt hat? Holy shit. Okay, wir gehen einmal. Nix. Wie gesagt, ich weiß es halt ehrlich gesagt gerade nicht mehr so genau. Hier ist keine Uhr, ne? Nee.
Entweder war das hinter eine Uhr. Oder halt hinter eine Dingens. Hinter dem Gemälde. Nix, nix. Ich habe keine Ahnung, hinter was das war. Ich war irgendwie aber der festen Überzeugung, dass es hinter einem Gemälde war. Na komm. Was cool wäre, wäre halt, wenn ich ein Dinges bekommen würde. Oh. Wenn ich mal ein bisschen Shotgun-Muni kriegen würde. Ey, du hast 3 Schüsse in ein Dinges bekommen. Das macht jetzt genau was? Ah. Okay. Oder halt so, okay. Ich glaube, weiter muss ich nachher so oder so. Also von daher kann ich erstmal da durchgehen. Habe ich jetzt? Gemälde suchen, um Karte zu finden. Uhren zerstören, um Dokumente zu finden. Na, eigentlich bin ich da ja noch nicht richtig. Weil ich muss ja erst noch mein Dingens finden.